Ich sage Luciano persönlich, wie sein Chicken schmeckt. Ich habe in der ganzen Welt Chicken gegessen, so wie du wahrscheinlich auch. Ja, 100%. Kannst du dir ehrlich sagen? Auch hier vor dir? Ein sehr wichtiger Fakt über Randy. Randy ist so ziemlich der größte Luciano-Fan, den ich kenne. Was für eine Gästeliste? Luciano-Konzert? Lauer nicht! Das ist ein Goal von mir, wäre einmal Luciano vor die Kamera. Oh mein Gott. She got it. Champagner-Kipp auf dem Boden für Tupac. Dass wir Luciano vor die Kamera kriegen. Jetzt versuchen wir irgendwie Luciano zu treffen. Es ist mir scheißegal, was Leute sagen. Hey, Fanboy hin oder her. Ja! Doch bevor ich ihm meine persönliche Meinung zu seinem Chicken sage, finden wir erstmal raus, wie gut das Chicken wirklich ist. Und probieren uns durch das komplette Menü. Einer der Entwickler namens Dominik wird uns noch die ein oder andere Frage beantworten. Nach eurer Meinung habe ich natürlich vor Ort auch gefragt. Offiziell, ich habe Untergasmus. Und ja, die Meinung war ziemlich eindeutig. Viel Spaß mit der zweiten Folge aus Berlin. So, Ladies and Gentlemen, es ist keine Zeit für eine richtige Begrüßung. Wir sind dort eine Stunde, eineinhalb Stunden vorher. Ich freue mich. Ich habe erst letztens von dem Laden überhaupt erfahren. Sehr Hoyos Hermanos angelehnt. Jeder, der weiß, der weiß. Ganz locker. So crazy viele Leute da. Schaut euch das mal an. Also ich weiß nicht, wie lange die Schlange ist, aber das ist ja komplett crazy. Wie lange steht ihr schon? 12.30 Uhr. Wie lange steht ihr schon? 7.30 Uhr. Die stehen seit 7.30 Uhr. Bro, da war ich noch im Club. Alles fit, Bruder? Hey, Bruder, alles klar? Alles gut. Du machst gerade ein YouTube-Video, ja? Probieren wir, oder? Sag's. Was geht, Bruder? Let's go! Ja. Hi, Toni. Randy, freut mich. Ich hab T-Shirts für euch. Dankeschön. Also einmal XL, einmal L. Dankeschön. Gerne. Eigentlich bin ich farblich gut gekleidet dafür, oder? Das ist perfekt, Digga. Ziel wird es heute sein, dass wir es irgendwie hinbekommen, dass dieser Mann mit dem Mann, der da gerade sein Chicken seit dem 12. rausgebracht hat, es zusammen probiert. Wir schauen einfach jetzt erstmal rein. Vielleicht probieren wir das Chicken schon mal vorher. Dann kann ich ehrlich sein und schauen einfach, was passiert. Schauen, was wir alles vor die Kamera bekommen. Ja. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Danny ist am Start. Digga, was soll ich sagen? Ich bin nervös. Das Chicken muss so gut schmecken, wenn die so anstehen. Absolut geschafft, oder? Er hat es einfach geschafft. Wenn der Lukas-Randy-Laden nochmal kommt, dann ist die Schlange doppelt so lang. Ich hätte einfach gerne mal... Ja? Okay. Hi. Randy, wollt ihr, hallo, alles gut? Ihr wollt das machen? Wollt ihr euch hinsetzen und wir servieren dir? Oder willst du so... Ich weiß nicht, was ist alles erlaubt. Wollt ihr euch was zubereiten dann, ne? Okay. Die Frage, ob du das auch mit aufnehmen willst oder... Alles, was möglich ist, brauchen wir nicht filmen. So. Ey, Digga, kannst alles machen. Zieh erstmal dieses T-Shirt an und dann schaffen wir. So, wir werden jetzt gleich mit einem der Entwickler von diesem Chicken kurz quatschen. Dann schauen wir mal, ob alles gut wird, Leute. Es ist wichtig, ihr werdet jetzt diesen Like-Button drücken, abonnieren, was kommentieren, damit dieses Video böse viral geht und damit Loco Luciano auf jeden Fall dieses Video sieht. Flex. Kriegen wir ein L-Shirt? Können wir das switchen? Ist das XL? Ja, das ist XL. Kann ich mal. Danke, Bro. Dominik, ich bin der Hauptentwickler, genau. Ich bin okay. Einer der Co-Founder und der Entwickler. Der Was war die Story so dahinter? Ganz kurz. Ja, wir wollten einfach so LA-Flavor, ne? Oder American-Flavor ab nach Deutschland bringen, weil es das einfach auf dem Markt noch nicht gibt, weil das richtig gut zu Luciano passt. Eigentlich da reingucken oder dich angucken? Wie du willst. Und da habe ich gesagt, okay, gut. Sehr knusprige Teile mit einem Southern-Seasoning, so ein bisschen amerikanischen Seasoning. So schmecken die alle per Default. Das heißt, es ist einfach nur gesalzen. Gewisse Gewürzmischung dran, das müssen wir gleich probieren können. Und dann on top haben wir noch gesagt, wir haben noch drei zusätzliche Flavor, die wir draufpacken. Man nennt das Rubs. Dry-Seasonings. Machst du dran, schwenkst einmal durch und dann hast du mal so einen extra Flavor, der so richtig reinpuncht, wenn du es im Mund nimmst. Ich habe schon sehr viel Chicken in der ganzen Welt gegessen. Ist der Biss, dass du sagst, der ist so satisfying, dass du wirklich sagst, du hast ein geiles Chicken in erster Linie vom Geschmack, aber du hast auch diesen Juice. Das ist nicht so fettig wie normalerweise fettiges Hühnchen. Darauf habe ich geachtet, dass es in der Panierung nicht so viel hängen bleibt. Okay. Weil ich das immer so als das ekligste an dem Hühnchen finde. Ich habe natürlich sehr Fokus darauf gelegt, dass er besonders knusprig ist. Chicken an sich zu machen, wenn man es drauf hat, funktioniert. Aber gab es auch eine besondere Idee, dass ihr sagt, hey, das muss ja auch zu Hause gut ankommen, weil das ist hier die Hauptmission. Eine Verpackung, die werdet ihr gleich sehen, da ist eine Umluft drin, dass sie quasi die Feuchtigkeit nicht drin bleibt, sondern austritt. Also das Gegenteil wie bei zum Beispiel, keine Ahnung, bei diesen Burgern mit dieser Alu. Genau. Und ich habe natürlich besonders Fokus auf die Panierung gelegt. Okay. Nicht nur vom Geschmack, sondern auch, dass es eine besondere Panierung ist, die lange knusprig bleibt. Okay, legen wir los. So, wir haben die heute hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Das sind die Wings. Ich mach einfach mal so ein Mix-Bucket, ja? Okay. Mach gar nicht zu viele, damit wir auch nichts wegschmeißen müssen. Also da draußen gehen, was los ist, ja, das werden wir auf jeden Fall los. Man sieht auch übrigens, die sind halt besonders groß. Riesige Wings.
hier die Bites. Die werden aus der Hühnerbrust gemacht. Warum Hühnerbrust und keine Thighs? Weil das ehrlich gesagt in Deutschland nicht so gut ankommt. Also okay, das Stück Thigh so an sich ist mehr juicy, würdest du sagen? Ja, oder? Brust ist natürlich definitiv trockener. Okay. Aber die Leute tendenziell haben immer das Gefühl, dass bei Thighs, also bei dem Schenkel ist das ja, ne, ja, dass das halb roh ist. Weil es leicht rosa ist und so und das stört die? Ja, genau. Es hat auch so verschiedene Fleischfasern. Ne? Du hast dann hier vorne eine Faser, drunter eine Faser. Und es sieht nicht so attraktiv aus für den Durchschnittsesser von Chicken. Bei diesem Chicken, was richtig wichtig ist, hätte man doppelt frittiert werden. Also vorfrittiert, dann Schock wahrscheinlich oder zack. Und dann nochmal, damit sie... Damit die richtig knusprig sind. Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall raus. Wir müssen anfangen. Da draußen stehen 400, 500, 600, ich weiß nicht wie viele hungrige Menschen. Ich habe auf jeden Fall gerade gehört, dass 15:30 Luciano kommt. Da sind auf jeden Fall Goodie Bags. Ich hoffe, da ist auch eine für Randy dabei. Das sind jetzt die drei Flavor, die ich gemeint habe. Ne? Hier hast du die Single-frittierten Pieces. Jetzt kommen auch drei Flavors ran, je nachdem, was der Kunde am Ende will. Und wir haben diese Sweet und Salty Waffle. Ich würde sagen, wir fangen damit mal an. Was ist dein Favorite Piece von allen? Das, was wir jetzt machen. Das ist, by the way, übrigens auch Lucianos Lieblingswaffel. Mit zwei dieser Chicken Bites, Hot Chili Seasoning. Du willst mich schon alle von hier entwickeln, richtig? Ja. Da werden wir auch nicht näher drauf eingehen, ich hab's verstanden. Das ist ein bisschen Rosmarin-Ketchup. Ja. Das soll ein bisschen die Süße noch mal geben, damit es nicht ganz so herb ist oder nicht ganz so salzig. Waffel an sich ist aber auch schon süß. Gesüßt, okay. Und da sind Zuckerkristalle drin. Muss man mögen. Belgische Waffel mehr. Ja, genau. Check. Belgische Waffel. Das ist die Loco Chicken Mayo. So eine Harissa Mayo. Harissa, okay. Die ist ein bisschen schärfer. Gepickelte rote Onions und Spring Onions. So, das ist es, die Loco Chicken Waffel. Mein Favorite, Lucianos Favorite. Du kannst jetzt auch aussuchen, welchen Flavor du haben willst. Ja. Also wir haben hier noch White Truffle, also ein sehr starker weißer Trüffel. Und Garlic Cheese ist der beliebteste. Mach einfach nach deinem Gefühl. Guck mal, ich mach dir ein paar von denen, okay? Quasi alle drei probiert. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man Käse mit Chicken isst. Gewöhnungsbedürftig, weil man das halt nicht so oft isst, oder? Ein bisschen so wie, man macht ja auch keinen Fisch mit Käse oder sowas. Magst du Trüffel? Also ich habe sowas noch nie gesehen, muss ich sagen. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Bei der Waffe, ne? Wenn man die jetzt zumacht, auch hier soll natürlich nicht so dampfen da drin, haben wir hier oben auch Becher drin. Damit das atmen kann, die Panade bleibt knackig, check. Was kann man denn da für Preise gewinnen, wenn ich fragen darf? Ich kann es dir sagen, insgesamter Wert 30.000 Euro, glaube ich. Eine Reise 15.000 und dann noch so andere Sachen. Ich bin informiert. Okay, fangen wir gleich mal an hier. Besser als ich auf jeden Fall. Der junge Herr, der uns gerade hier die Einweisung gegeben hat, okay, der Mann ist ein richtiger G. Mehr brauche ich nicht sagen. Die riechen wirklich crazy nach Käse. Boah, intens, ja. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Schablettenkäse, dieser... Weißt du, was mich das erinnert? An diesen Nacho-Käse. Nacho-Käse, stimmt. Dieser, die so richtig flüssig ist. So. Ja. Erstmal ohne Soße, erstmal schauen, wie gut es ist. Das ist echt, der wahre Vom Geruch ist es nicht so attraktiv, muss ich sagen. Ja? Dieser Käse, das passt irgendwie nicht, wenn du Chicken vor deinen Augen hast, aber geschmacklich... sind die geil. Reinbeißen. Das ist böse heiß, ich habe mich komplett verbrannt im Mund, aber es ist geil. Boah, das sieht aber juicy aus, muss ich sagen. Das ist echt ein krass juicy Chicken Wing. Als hätten sie es schon selber irgendwie so eingelegt und irgendwo einziehen lassen und dann diese Marinade gemacht. Dieser Geschmack auf dieses Herbe, mir gefällt es richtig gut. Wow, die sind so knusprig, Alter. Also da ist auf jeden Fall Saft drin. Kann man sagen, was man will. Auch schön fleischig. Ich muss sagen, die Panade ist übercrunchy. Also mehr Crunch geht nicht. Das knackt in deinem Mund, aber verletzt dich immer noch nicht. Eigentlich ziemlich on point, wie gesagt. Stripes, Chicken Stripes kann ich mithalten mit dem Wing. Trotzdem noch geil, ich hab den ja auch gelobt. International, guck mal, Baby Girl. So, was haben wir hier? Ich glaube, das war wieder Wings. Aber das Seasoning ist anders. Seasoning ist Trüffel. Was war der von Luciano, der Lieblings? Harissa, Lime, Mayo. Ich liebe genau so ein Shit. Scharf, Lime und Mayo. Riecht auf jeden Fall schon mal echt richtig stark. Copyright, bitte nimm mich nicht auseinander, bitte. Wirklich geil. Ich weiß, ich habe ja das Stück ohne Knochen nicht probiert, aber hier auch wieder einfach saftig. So, wir wissen alle, Hähnchen ist jetzt nicht so das fettigste Fleisch. Das Hähnchen an sich ist einfach richtig juicy. Trüffelgeruch ist, würde ich sagen, so, man riecht es so 4 von 10. Gar nicht zu intensiv. Ich weiß nicht, ob ich die oder die besser finde. Der Dip ist wie eine Paste schon.
Aber der ist nicht mein Favorite, glaube ich. Ich glaube, Garlic Mayo, Leute. Ich sage euch so, wie es ist. Ihr kennt mich. Ich werde euch jetzt sagen, welcher der beste Dip ist. Jeder von uns hat schon mal eine Garlic Mayo gegessen, ja? Die schmeckt aber nicht wie eine typische Garlic Mayo, was man sich darunter vorstellt. Schmeckt ein bisschen anders. Ich finde auch der. Die sind geschmacklich sehr, sehr intensiv. Ich weiß nicht, wie viel ich von denen essen könnte mit dem Trüffel. Deswegen würde ich bis jetzt mit denen hier fahren. Cheese Topping, Cheese Powder. Hot Chili Sauce. Sieht echt krass chili-mäßig aus. Ja. Übel intensiv die Soße. Ich kann es gar nicht so einschätzen, was das für ein Geschmack ist. Schmeckt aber auch wieder ein bisschen anders, oder? So ein bisschen eigener Kopf da drin. Die hat aber auch wieder sowas wie der Nacho Cheese, aber wie diese Nacho Salsa. Rosmarin Ketchup, sage ich euch ehrlich, vergessen wir. Ketchup ist nicht meins. Garlic Mayo hatten wir, Barbecue Soße. Das ist schon sehr dickflüssig. Ich muss auch sagen, ist ein Tipp, den ich jetzt einfach im Video sage. Es geht noch mit den Wings, ja? Hast du jemals darüber nachgedacht, wie schwer es immer ist, einen Wing in etwas zu dippen? Die könnten noch ein bisschen größer, aber flacher sein. Ist eine klassische Barbecue-Soße. Okay, jetzt schreit mir Raff in die Ohren. So stelle ich mir Barbecue-Soße vor, wenn jemand Barbecue-Soße sagt. Ist nicht mein Geschmack, aber ist eine gute Soße. Ich meine, ich weiß gar nicht, was ich erwarten soll unter Rosmarin-Ketchup. Unter Rosmarin-Ketchup erwarte ich jetzt leichten Rosmarin-Geschmack in Ketchup. Der Rosmarin-Geschmack ist intensiv. Also schmeckt auf jeden Fall sehr anders als normales Ketchup. Ich bin nicht der größte Ketchup-Fan, ja, und lange nicht mehr gegessen. Aber es schmeckt Tomatika auch, oder? Da ist richtig Tomate drin. Und so finde ich es auch lecker. Müssen wir gleich raus? Okay, eine Minute. Wir haben alles probiert, bis auf die Waffel. Verpackung finde ich sehr, sehr geil. Es kommt mir so vor, als hätte ich eine Rolex gekauft. Wir beißen da jetzt einfach so rein. Also die Waffel fühlt sich an wie so eine richtige belgische Waffel. Schön teigig, da ist Masse und Teig drin. Wir haben ja jetzt vor kurzem auch in Las Vegas Chicken und Waffles und so gegessen, ja? Bin ich der größte Fan. Aber das schmeckt wie ein Dessert, obwohl da jetzt Chili Chicken drauf ist. Es schmeckt sehr, sehr geil. Sieht auch schon richtig zuckrig aus. Ich habe noch nie Chicken und Waffles gegessen. Immer nur so Videos gesehen, ich bin gespannt. Das ist halt eine richtige belgische Waffel, meiner Meinung nach. Das passt viel besser, als ich gedacht hatte so. Ich will diesen Chicken probieren. Ganz frech, runter. Wow. Probier mal nur das Chicken, Bro. Geschmack ist das Beste. Ihr habt jetzt einen Winner. Leute, wir müssen jetzt raus und dann versuchen wir hier irgendwie wieder reinzukommen. Die Waffel ist geil, gell? Ich feier die Waffel auch. Dankeschön. Das war eine sehr, sehr geile Erfahrung. Wenn das Chicken so nach Hause kommt, wie wir es gerade gegessen haben, dann sage ich euch ehrlich, dann ist es die Welt. So ein Chicken habe ich zu Hause noch nicht gegessen. Nee, ich auch nicht. Okay. Ich habe mir schon mal KFC nach Hause liefern lassen. Ja, das war kompletter Blöd. Panade weich geworden. Ich wollte gerade sagen, dass du jetzt so nach Hause geliefert bekommst und hast dann so noch so eine geile Panade und so, dann ist schon stark. Fürs Erste bin ich glücklich, du auch. Ich bin sehr glücklich. War sehr, sehr lecker und jetzt schauen wir mal, was noch passiert. Vielleicht probieren wir es noch mit Luciano zusammen. Ja, drück uns den Daumen, wir kriegen das hin. Daumen drücken tut ihr mit einem Like. Kuss geht raus. Auch wenn ich aussehe wie ein Teammitglied, konnte ich nicht drin bleiben. Ich habe es versucht. Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus, als würde Luciano gleich kommen. Der gute Mann ist da. Ihr habt es gerade gesehen. Also die Leute rasten ja komplett aus. Er ist einfach gerade wie viel Justin Bieber gekommen, oder? Das war Feierabend. Wer will mal drinnen geblieben? Keiner durfte drin bleiben. Ja, dann gesagt, jetzt schnell raus. Sonst wäre ich eh nicht rausgegangen. Okay, okay. Gar keinen Fall, Bruder. Ich habe gechillt und extra langsam gegessen und Geld gewechselt. Aber sie hat gesagt, hey, noch 3 Minuten, dann müsst ihr raus. Jeder, der reingeht, bekommt ein Bucket, wahrscheinlich ein Foto, noch eine Tüte. Diese Tüte, die ich nicht bekommen habe, by the way, aber die holen wir uns noch vielleicht irgendwie. Ja, frage ich mich auch, wo die Tüte eigentlich ist. Wir hätten radikal sein müssen, aber ich kann sowas nicht. Und natürlich, irgendwie haben die es auch verdient. Komm, Bruder, der steht seit 7:30 dort. Gib ihm diese Tüte. Soll er 2 haben, weißt du, ich meine. Viel Chicken Tenders. Nein, sagt ehrlich. Nein, sagt ehrlich, schmeckt. Ist nicht zu fettig. Die perfekt, kann man sich geben. Ja. Eine Burg, Dicker, muss man erst eine ganze. Schmeckt wirklich geil. Bruder. Alle zufrieden. Bro, das Chicken ist crazy. Ich finde es sogar besser als KFC, muss ich sagen. Panade finde ich ganz nice. Und auch vom Geschmack her passt alles. Überleg mal, was das für ein Feeling ist. Leute warten 8 Stunden auf dich, heulen, weil sie mit dem Foto kriegen. Mehr brauchst du nicht erreichen im Leben, glaube ich. Was ich mich frage, ist, was er sich dann denkt. His life is good. Wie süß. Stehen natürlich hier. Wir müssen ein bisschen warten, ihr seht. Der Mann verteilt sogar gerade Chicken für die Leute, die da lange anstehen. Ich durfte als erstes rein und so. Jetzt stellen wir uns ein bisschen hinten an, warten, dass auf jeden Fall die Leute, die da, keine Ahnung, 8-9 Stunden stehen, ihre Fotos bekommen. Irgendwann werden wir den Herrn beten. Wir werden ganz kurz reingehen mit ihm zusammen, in ein Chicken beißen, irgendwas labern. Ich habe noch gar keine Ahnung, was ich überhaupt labern soll. Und ich will ein Bild, das ich auf Instagram posten kann. Es ist so kalt. 100% ehrlich. Okay. Was sagst du?
Ey, Chicken ist geil, besser als KFC sogar, sogar besser als Rissa. Stark. Es ist richtig geil, es ist richtig stark. 8,5. 10. 10. 10. Besser als KFC auf jeden Fall. Ja, ist besser als KFC. Besser als KFC, ja. Auf 1. Haare, knusprig, offiziell, ich hab Untergas. Offiziell. Ein paar Sekunden. Da steht. Wurden auf jeden Fall auch nochmal versorgt, Chicken bekommen. Ich glaube, es sieht sehr, sehr gut aus, Ladies and Gentlemen. Schaut mal, wie die hier ackern. Für euch da draußen, damit jeder von euch freshes, leckeres Chicken bekommt. Also Männer, da ist eine Moderatorin von ProSieben mit dieser grünen Jacke. Also ich mache auch noch Interviews. Die Schlange wird nicht kürzer, das ist komplett crazy, oder? Was sagt ihr? Das ist ein Meter oder so. Also der Bruder unterschreibt schon 2 Stunden oder so. Also jeder, der hier ansteht, wird wahrscheinlich seine Autogrammkarte bekommen. Versorgt werden. Alles gut, Bruder? Der Mann hat mich gerade begrüßt. Der Mann hat mich gerade begrüßt. Was geht, alles gut? Wie läuft's, wie läuft's, wie läuft's? Safi gibt uns gleich das Zeichen. Wir gehen zusammen, Bro? Ja. Ja? Ja, dann lass das machen. Ja. Du machst hier einfach Platz, Bro. Filmst du auf Weitwinkel? Ja. Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Ich glaube, nach viel Warten und sowas, wir mussten uns natürlich hinten anstellen. Der Mann stand 3 Stunden draußen. Foto, Foto, Foto. Ich habe hier 2 Buckets. Wir beißen jetzt gleich mit Luciano da rein. Bei mir ist ein Zeichen. Du hast Bild drauf, dann, ne? Ganz kurz drauf, bevor ihr losgeht. Du musst einfach laufen. Nada, Buddy. Fabi, schon mal auf jeden Fall. Ich hab's auf jeden Fall. Ich hab's auf jeden Fall. Ich hab's auf jeden Fall. Ciao. Weiter geht's. Wagwan, fam. My brother, wie geht's? Gut, das ist super, alles super. Allererstes Mal. Krass, Bruder. Danke, Bruder. 3 Stunden hier draußen stehst. Respekt für alle Leute. Chicken, ich liebe es, Bruder. Ich sag, Bruder. Ich würde es dir ehrlich sagen, sehr, sehr lecker. Ja. Yeah. Ich habe in der ganzen Welt Chicken gegessen, so wie du wahrscheinlich auch. Ja, 100%. Dieses und das ist heftig, ne? Boah, ist das krass. Vor allen Dingen Garlic Cheese. Garlic Cheese ist mein Favorite? Das ist mein Favorite. Alles okay. Ist geil, aber Garlic Cheese ist so. Was war jetzt mehr, Wings oder? Beides. Beides? Mal habe ich Bock auf Filet, mal habe ich Bock auf Filet. Lieblingssauce ist Harissa Lime. Und wenn man es essen darf am Sonntag, wenn man eh zu Hause bleibt, Garlic Mayo. Geil, 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 geil. Guten Appetit. Mein Name ist... Das ist egal. Boah, was heißt das? Ihr wisst ja, so seit 2 Jahren versuche ich das, diesen Mann zu treffen. Der Mann, wir haben uns so hin und wieder mal bei irgendwelchen Veranstaltungen gesehen. Er weiß es noch. Bruder, woher weiß Luciano, dass ich irgendwo war, wo er war? Für alle Leute, die das Chicken schon probiert haben oder noch nicht probiert haben, probiert es. Ballert die Kommentare voll. Ich werde auch noch so, weiß noch nicht, ob ich das darf, aber wenn, werde ich unter den Kommentaren 3 Leute aussuchen und 3 Codes raushauen für euch, dass ihr mal for free bestellen könnt für die Leute, die jetzt sagen, hey, ich habe vielleicht das Geld nicht oder wie auch immer. Oder hau ich einfach 3 Codes raus und liked natürlich diesen Instagram-Post von mir, der schon online ist. Ein Kuss geht raus an Danny, ein Kuss geht raus an Luciano, an Nada, an Javier, an Toni und natürlich auch an Murat, dass das alles möglich gemacht wurde. Zu leid, ist aber mit der Zahl nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich glaube auch wirklich, der Mann zieht durch. Die Schlange wurde so gesagt hinten zugemacht. Er macht jede einzelne Person noch fertig. Also wirklich, er hat mit jedem ein Foto gemacht. Okay. Habt ihr probiert? Oh, aber das ist raus. Folgt ihn alle, folgt ihn alle. Kuss geht raus, passt auf euch auf. Na, ich, so, das ist dein Herz.